Also und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3, Folge 21. Wir sind wieder in unserem wunderschönen kleinen Ariel Atom. Okay, so klein ist er gar nicht. Und machen wir mal mit dem ein bisschen was. Jetzt habe ich mir gedacht, wir fahren natürlich auch wieder Rennen und suchen auch mal Scheunfunde. Jetzt machen wir das auch mal direkt zum Start, würde ich mal sagen. Und zwar suchen wir den hier, wo auch der dabei war, da ist. Das sieht doch gut aus, würde ich mal sagen. So. Falls euch denkt, das hat mir vielleicht erkältet oder so. Ja, ich bin ein bisschen krank. Aber also eigentlich erst seit heute Morgen, aber. Ja gut, der Tag war jetzt nicht so toll in der Schule. Ging mir relativ schlecht, aber. Noch kann ich normal reden, noch kann ich eigentlich aufnehmen, also geht alles. Kann aber sein, dass ich die nächsten Tage nicht mehr aufnehmen kann, wenn es mir dann schlechter geht, aber. Ich hoffe natürlich, dass es besser wird. So, und wir sind noch gar nicht mehr so weit weg hier vom letzten Showrennen. Sehr gut. Ja, noch so 70% haben wir jetzt noch da. Und haben wir dann auch, wenn wir dieses Showrennen freigeschaltet haben, 10 Millionen Fans erreicht. Was ziemlich viel ist, finde ich. Wenn ich halt so viele Abonnenten hätte, ne? Ist ja auch nicht so schlimm. Na gut, aber ja, der Ariel, der geht schon ein bisschen ab. Ich habe wieder ein bisschen am Setup gefeilt. Ein bisschen noch was verändert. Aber der Wagen, der fährt sich halt wirklich, das ist einfach nur ein Traum. Dieses Handling, denn der ist auch sehr angenehm schnell, also ja, nicht zu schnell und nicht zu langsam. Und das war ein, was war anders? Hat sich erkannt. War auch im leichten Spiegel sehr gemisst. So, hier haben wir einmal den Scheunfund und auch genau einen Dreiwachter suchen, der dem wir unsere Aufstellung hinzufügen können. Mal gucken, ich wechsle mal wieder in den Drohnenmodus, würde ich mal sagen. So, da haben wir ihn doch. Drohnenmodus. So, wo ist denn hier eine schöne Scheune? Okay, das wird sie sicherlich nicht sein. Ist ja ein bisschen einfach. Na. Hier vielleicht irgendwas? Ne. Das wäre auch ziemlich einfach. Genau. Ich hätte mich jetzt auch echt gewundert, wenn hier die Scheune gewesen wäre. So. Wo ist denn das gute Stück hier? Ich bin mal gespannt, wann ich hier den Reliant Warbin kriege. Oder Reliant Superbin heißt er. Ist für mich aber der Reliant Warbin und ich sag dazu Reliant Warbin. Weil das halt quasi so in der Art das Ding hier aus Mr. Bean ist. Mit diesen drei Rädern. Was Mr. Bean ziemlich genervt hat, das Ding. Dass er öfter mal umgekippt ist. Dein Häuslein. Das ist er doch, oder? Da war so rum, bitte. Jep. Gefunden. Meine Güte. Ich will bitte nicht krank werden. Also ich kann jetzt gerade in der Schule besser nichts versäumen, weil wir schreiben auch gerade relativ viele Klausuren. Ist relativ viel los. Ist ja mein hier Abi, ja. Also hier geht es quasi um alles oder nichts. Deswegen ist halt alles sehr, sehr eng getaktet und da ist halt einfach Befehl nicht so gut. Ah, naja. Ich meine, oder einen, den ich kenne, der meinte auch, er muss während dieser Zeit halt mal mit seiner Familie in den Urlaub fahren. Ja, ob man das jetzt so unbedingt jetzt braucht. Ist jetzt eine andere Sache. Okay, den suchen wir jetzt mal nicht. Den Fluss Jeans. Der geht mir gerade mal schön am Arsch vorbei. Wenn ich das mal so sagen darf. Für den Ariel hier auf dann ist natürlich dafür, wofür der Wagen gebaut ist. Ich meine, wer kennt ihn nicht? Ist ja quasi der Ariel Nomad, nur halt als nicht auf Version. Und halt mit mehr Leistung. Und weniger Bodenfreiheit. Und mehr Aerodynamik und Möchtest alles. du das übernehmen? Nö, mach du mal. Oh Gott. Oh Das nein. ist ein Lamborghini, ob du es glaubst oder nicht. Der LM002 sollte ein Luxusschlitten für den Offroad-Einsatz sein. Der hier wurde wohl zu hart durch den Schlamm geritten. Die Aufhängung ist hinüber. Luxusschlitten? Naja. Auch wenn ich Lamborghini mag, diesen mag ich wohl am wenigsten. Denke ich jetzt mal von allen Lamborghinis. Was aber denn hier so schön ist? Wir hätten hier ein Rennen. Können wir eigentlich auch mal machen, ne? Obwohl hier Fahrstück eigentlich relativ viel über Straßen. Deswegen
Das sollte ja eigentlich machbar sein. So ein kleiner Rennwagen hier. Stufenaufstieg. Ey. Ich reagiert, was soll das? Natürlich wieder ein paar Fähigkeitenpunkte. Entschuldigung. Was nehmen wir denn? 10% Club EP, wenn sie Online-Rennen abschließen. Was gibt's denn hier oben so? Verdienen sie doppelte Credits bei dem nächsten Fanrennen, das sie beenden. Ja gut. Könnt ihr den Battle kontinuierlich. Nee. Erhöht sich doppelt so schnell. Eine Sekunde spät. Okay, das machen wir mal. Meine Güte. Ist aber was los hier. Und ich glaube, für einen Punkt kriegen wir eigentlich nichts mehr. Ne. Dafür haben wir hier noch einen Wheelspin. Okay, er hat einen L3 Horizon Edition gewonnen. Auch nicht schlecht. Wir gewinnen. Das ist nice. Ein Aston Martin V12 Vantage S. Ein richtig geiles Teil. Das ist mal wieder was Cooles. Natürlich hier, wie immer, hier so ein paar Belohnungen. Bla bla bla. Krieg ja jeden Tag. Genau. Pullover festgelegt und einfach mal seine Düsen. Fällt sich sogar auf, wo zumindest jetzt, wo wir da so langsam fahren, gar nicht mal so schlecht. Also geht eigentlich voll. So. Ich habe aber die letzten Tage gar nicht mehr so viel Horizon gespielt. Da ich irgendwie an sich nicht so vieles zum Zocken hatte. Irgendwie so ein bisschen wollte ich halt mehr andere Dinge machen. Soll ich mich auf andere konzentrieren. Aber naja. Das ist halt mal so, auch wenn das Spiel gerade mal, ich sag mal, 2,5 Wochen alt ist oder jetzt. Jetzt die dritte Woche so gesehen. Es ist nicht so, dass ich jetzt das so extrem unbedingt jeden Tag spielen muss, dass ich jetzt direkt, ich sag mal, wenn ich Freizeit habe, an die Konsole setzen muss. Also ich kann ruhig noch, ich sag mal, aushaben. Danke. Aber auch bei anderen Spielschuss, also ist nichts Schlimmes. So, jetzt wieder schön Gas geben. Ich meine, der geht ja schon nicht schlecht ab. Also, dass der langsam ist, das kann man definitiv nicht sagen. Und wird ja auch gar nicht mal so viel Wheelspin der Wagen. Also, geht eigentlich, kann man sehr gut kontrollieren. Ich meine, übertreiben kann man es immer, aber man versucht damit ordentlich zu fahren. Und da kommt ein wunderschöner Zug. Denn das ist doch sehr, sehr ordentlich, was man mit dem Wagen leisten kann. Ja, das war ein deutscher Satz, Fabian. Ja, wir haben nämlich gerade eine Klausur geschrieben in Französisch. Ich hatte doch noch so ein bisschen. Naja, mehr oder weniger durch. So, Yarra Valley Crosslandstraße Pfad. Ach, warte, das kriegen wir schon hin. Das soll ja schon schief gehen. Mal schauen, ob wir jetzt wieder Erster werden. Oder mein Ziel ist ja wenigstens das Podium zu erreichen. Das sollte, denke ich mal, machbar sein. Oh, was fällt dir noch alles? Mir fallen jetzt hier auch GT-Wagen mit und auch Supercars. Wir zählen ja sowieso noch als Extreme Track Toy. Mir fällt hier so. Ach, so Donk. Der Jaguar? Der Jaguar ist ein Track Toy. Okay, BAC Mono, auch ein Supercar, sehe ich schon. Wir haben. Echte F-Type? Horizon Edition? Das ist doch kein Extreme Track Toy, oder? Ja, gut. Ufa GT Le Mans Z4 fährt mit. Ein FXXK. Ey, da willst du mich verarschen. Okay. Okay. Let's try. Im Regen, ja super. Ich würde mir nicht besseres vorstellen, als hier im Regen zu fahren. Komm, Gas. Ich kann nicht so viel Gas geben, das ist das Problem. Jetzt geht das Hack weg. Das ist gerade übrigens auch getan hat. Ich glaube, hier sind auch die GTs ein bisschen im Vorteil bei den Engkurven. Oder hat der Wagen doch dann zu viel Leistung erliegen? Weil halt dann zu viel Wheelspin. Ich beschleunige wirklich sehr, sehr sanft raus. Deswegen hat der Wagen relativ viel Wheelspin. Aber naja, schauen wir mal.
Habe ich gerade. Ach du Scheiße, durch Wasserlame. Das ist natürlich super. Am besten wir sollten wirklich so weit springen. Okay. Das ist ziemlich crazy. Am besten wir sollten halt so weit springen, dass wir gar nicht erst ins Wasser kommen. Okay, ich war jetzt ziemlich weit außen, ne? Aber hier, der Himmel sieht ja richtig geil aus. Boah, das kann aber jetzt wirklich echt gut. Da sagen, nach The Witcher 3 der beste Himmel in einem Videospiel, was mir gerade zumindest einfällt. Ich kann auch daran denken, dass ich The Witcher zuletzt gespielt habe. Okay, das fände ich sehr, sehr cool. Arabia Straße, das finde ich gut. Das gefällt mir natürlich. Ich würde gerne auch Erster werden. Das war doch deutlich zu spät. Ah, die Strecke liegt mir nicht wirklich. Aber die gefällt mir jetzt nicht so. Ist mir ein bisschen. Die Kurven sind ein bisschen zu eng, finde ich. Zumindest am Anfang. Ist da schon was hier da hinten? Sind momentan nur Dritter. Aber ah, doch, da könnte noch was gehen. Ganz ruhig, Jaguar. Immerhin zwei. Ach so! Ups! Ich bin ein Idiot. Ich dachte, da vorne war das Ziel. Aber da vorne ist ja noch eine. Ist ja eine nette Kurve. Die wir. Ach, nein, komm. Die extrem schlecht genommen haben. Nebenbei. Aber immerhin zwei, da bin ich auch mit zufrieden. Das ist auch kein. Soll ich nicht, dass man sagen muss, oh Gott, das ist jetzt so. Blöd, so irgendwie. Naja, das VZK ist so weit vorne. Hab ich nicht erwartet. Und der FXXK nur 9. Okay, ist auf dem 12. gestartet, aber trotzdem. Interessant. Wieder hier 10.000 Kredits. Eine gute 5,2 Millionen auf dem Konto. Hoffentlich gleich ein Wheelspin. Okay, nein. Sind gerade Stufe 107. Ist doch gar nicht mal so wenig, finde ich. Natürlich gibt es hier eine ordentliche Portion Fans. Jetzt haben wir gute 8,7 Millionen. Ich runde ja gerne mal auf, wenn es um so Zahlenangaben geht. Oder ab, je nachdem, wie halt das mit der Zahl ist. Weiß ich, wenn es 111.000 sind, sage ich nicht 120.000. Das sind dann 110.000, weil das, ja. Nach den mir bekannten Rundungssegeln geht das denn so. Was aber dann hier schön ist. Ich meine, gehört zwar zum Outback und nicht zur Yarra Valley, aber hier ist auch ein Rundstreckenrennen. Das fahren wir einfach mal. Komm. Die Strecke, die sieht eigentlich relativ gut aus. Können wir ja mal probieren. Ist ja quasi hier um die Ecke. Das Rennen. Der Blitzer natürlich auch. 152 genommen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Outback Landstraße Rundstrecke. Komm, machen wir mal. Was könnte ich denn theoretisch hier einstellen? Retro. Britannia? Nee, lieber nicht. Ich glaube, Extreme Track Toys passt doch eigentlich relativ gut. Wow. Ach, ist ja der Wahnsinn. Warte, habe ich. Genau, ich wollte nämlich das Wetter vielleicht einstellen. Nämlich auf. Natürlich auf Heiter, ne? So. Yep. Überschreiben. Weil wer will im Regen fahren? Ja, das ist doch. Pfuh. Das gibt's doch ja gar nicht. Weil bei der britischen Autos, da würden, glaube ich, auch so Konsorten wie P1 oder sowas mitfahren. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht so die schlauste Idee. Ich glaube, der wäre dann doch ein ganzes Eck schneller.
Oh, FXX eigentlich auch sehr viel schneller sein müsste. Aber trotzdem. Ich werde hier den nächsten FXX BS Simon habe ich wieder gesehen. Fahren andere Autos mit? Nö, sehen eigentlich alle gleich aus. Macht ja auch Sinn. So. Bam. Gas. Okay. Der Dockerfahrt hat ja Probleme. Kommt nach mein Arsch so quer. Ich hab nur Halbgas gegeben. Halleluja. Ich habe jetzt in der Kurve nicht mal Gas gegeben. Komm rum. Komm, das hier. Ein kleiner Brite. Der hier gegen die Großen behaupten muss. Also gegen die großen Leute mit Skill, ne? Nicht so wie ich. Welchen Verachter da mir? Wahrscheinlich der Jaguar. Ich weiß. Fahrzeug wieder so pingelig mit den Checkpoints. Würde ich gerne mal ausstellen, dass man so ultra pingelig sein muss. Wenn man den Meter da, ne? Ich weiß vielleicht noch 2 Meter, aber. Okay, das ist doch sehr, sehr strange. Vielleicht doch ein bisschen blöd für meinen Wagen, kann das sein. Ich dachte gerade, der Jaguar kommt da mega an. Hat sich so angehört, als würde der doch deutlich jetzt einer schneller sein als ich. Rum. Danke. Nach 3 Stunden. Wahrscheinlich wollte ich unsere Strecke zu sein. Also hier die Paradedisziplin. Falls natürlich doch mal britische Autos einstellen, wäre glaube ich doch besser. Aber den ganzen GT-Wagen, das ist natürlich auch ein bisschen unfair, würde ich auch mal jetzt behaupten. Fällt es natürlich auch nicht mega gut, aber trotzdem, ich meine, GT-Wagen werden meiner Ansicht nach deutlich schneller sein als hier. Weil Apple ist auch sehr, sehr gut. Kann auch, denke ich mal, richtig gute Rundenzeiten rausfahren. Also glaube ich trotzdem nicht auf dem Niveau. Los, Alter. Ist der Wagen echt so schlecht? Oder war ich so schlecht? Alter, wie? Ich bin heute aber wirklich extremst unkonzentriert beim Fahren. Ich fahre so mega unsauber. Moment. Oh! Ja. Man sollte nicht nach hinten gucken beim Fahren. Man sollte nach vorne auf die Straße gucken. Schau, wo es lang geht. Ein sehr wahres Sprichwort. Was ist denn hier los, ey? Stich oder irgendwie gerade nicht. Ich war doch gar nicht so übertrieben schlecht, dass ich jetzt wie 11. oder 10. Platz fahre. Boah, diese Kurve, ey, die hasse ich wie die Pest. Hm. Irgendwas? Das kann echt nicht sein. Das schickt mich gerade selber ein bisschen. Ich war wirklich überhaupt nicht gut. Das will ich nicht bestreiten, aber nicht so, dass ich jetzt, ich sag mal, wie ein 10. Platz fahre. Warum? Wieso lenkt der Wagen so spät ein? Oder warum lenkt so wenig ein? Der für einen geringen Lenkeinschlag. Guck dir das mal an. Der kann ja ein LKW schneller um die Kurven kommen. Oder zumindest bei der Geschwindigkeit in einem kleineren. Ne? Alter. Das ist echt. Ich bin wirklich ganz schön blamiert. Krieg ich den noch? Ne. Oh Gott, Alter. Leute, ich muss mich so schämen dafür, ey. Das Band hat sogar eine 1-1 gefahren. 59,7. Hm.
Das macht mich jetzt echt ein bisschen. Ich würde sagen, das fahren wir einfach nochmal, das Rennen. Ich meine, dass ich jetzt nicht Erster werden muss, das ist auch nicht mein Ziel, aber ein bisschen besser wird es doch wohl schon gehen, oder? Komm. Wieder die Locke voll, wieder mit dem üblichen Problemchen, die er hat. Wieso legt der Wagen so wenig ein? Das verstehe ich nicht. Kann er so spät aufs Gas steigen? Das ist ein richtiges Problem. Also das Einlenkverhalten ist einfach miserabel. Ich hätte aber Wagen, ich hätte nur was an der Bremse geändert. Also hier Bremsung und sowas und Bremsverteilung. Und ich habe das Getriebe verändert. Und warum? Das ist wirklich mir ein Rätsel. Und der Wagen hier wieder. Warum er sich so schnell lenken lässt? Weil da war ich bei der Geschwindigkeit doch eigentlich anderes Verhalten. Es ist irgendwie recht komisch. Kann sein, dass ich mich irre. Das wird bestimmt noch sein. An die Kurve, die kann ich überhaupt nicht. Danke fürs Anschieben. Hallo? Ist er nicht verrückt? Der schiebt mich einfach an. Idiot. Schnell raus. Ich meine, die GT-Renner sind auch alle getuned. Und dann sind natürlich alle deutlich schneller als ich. Das muss ja eigentlich klar sein. Ich würde die beim nächsten Rennen doch eigentlich schon gerne ausstellen. Oh Gott, Alter, komm schon mal an. Das geht gar nicht. Wie will man dann so hier ein Rennen fahren? Wir sind gerade wenigstens noch ein bisschen besser. Und nicht ganz so hier ablosen. Das ist irgendwie... Okay, das war viel zu spät gebremst. War so blöd, links. Also heute muss ich leider ganz schön viel zurückspulen, was mich auch wirklich selber nervt. Wenn ich eigentlich... Wieso kommt er so viel schneller durch der KTM? Oder was ist ein KTM? Ich glaube schon. Das verstehe ich nicht. Das ist echt ein Rätsel. Vor allem die Kurve. Das ist... Alter. Entweder die Gegner sind mega overpowered mit den Karren oder ich bin mega schlecht. Oder zum Teil beides. Was ist denn los hier mit dem Ariel Money? Weil ich könnte hier gleich kotzen. Jetzt wird er sich gerade fahren, das ist wie so ein Stück Scheiße. Du willst auch gerade fahren, da muss ich sogar echt mal laut werden. Bin echt nicht so der Typ, der sich über alles aufregt, aber das ist wirklich mal mehr oder weniger aufregenswert. Boah, ich hasse diese Strecke, ey. Das kann echt nicht wahr sein. Also, ich halt wirklich. Meine Fähigkeit hier, boah, ey. Also meine Fähigkeit Auto zu fahren hat heute wirklich dramatisch abgenommen. Ich werde gleich noch aggressiv, das kann doch nicht wahr sein. Wieso ich die scheiß Kurve nicht kriege. Ihr wieso kommt... Aber pisst euch beide. Bremsen, ey, die sind Idiot. Alter, jetzt geh mir nicht auf den Sack, du scheiß Driver da. Das sind ja eine der Sachen, die sie eben vielleicht zuvor zwar nicht verbessert haben, sondern eher verschlechtert, Driver habe. Die haben noch mehr als im Vorgänger, finde ich. Weil du auch an der freien Fahrt du stehst, dann als ich gewartet war vor dir ein KI-Auto fährt, dann fahren die aber volle Kanne rein. Allerdings, ob man wirklich überall Platz wäre, um vorbeizufahren, aber ey. Jede noch schlechte Rundenzeit, ey, und drin. Ist ja am besten gar nichts.
So eine Kürze, ey. So eine Kürze. Ein paar EP wenigstens, ein Realspin? Nein. Wenigstens ein paar Fans, ja. Immerhin. Ja, noch etwas mehr als 1,1 Millionen Fans. Würdest du vielleicht vorbeikommen und mir diesen Allrad-Lambo vom Hof holen? Nein. Ich würde sagen, wir machen erstmal was anderes. Könnten wir noch irgendwie beim Blitzer oder irgendwas machen? Wir könnten... Alles Offroad, das ist natürlich blöd, ne? Aber da schneller fahren, das ist halt nicht so optimal. Was haben wir denn hier noch? Eine Driftzone mit dem Aerial nicht so gut. Und wir machen eine Löffelliste. Hahaha. Nur ist die Frage, welche? Die lasse ich, glaube ich, erstmal außen vor, weil ich weiß, dass die schwer ist. Haben wir da noch eine in der Nähe vielleicht? Sieht nicht so aus. Also ich kann auch hier den Stier machen, weil ich weiß, dass die einfach ist. Oder, aber es hat eine viel bessere Idee. Hahaha. Jetzt spielen wir mal eine Löffelliste von der Community oder von meinen Freunden. Gucken, was die so erstellt haben. Ich glaube, eigentlich Fans? Weiß gar nicht. Ach komm, weiß darauf geschissen. Wenn ich schon vor dem Rennen ein bisschen aggressiv war, dann können wir auch direkt mal die Löffelliste hier fahren. Das ist mit dem Honda NSX, ich bin die schon mal online gefahren, die Löffeliste. Also online hier im Multiplayer mit meinem Typen, mit einem Kumpel von mir. Habt ihr aber leider nicht geschafft, da wir zu schlecht fahren. Oder ich war eigentlich, naja, ich war besser als er. Aber er war halt dann wirklich sehr, sehr schlecht. Er driften sie mit einem Honda NSX 2005 durch die Dunkelheit. Das ist nicht so das Driftauto, finde ich, so der NSX. Und lieber so ein Silber nehmen können oder ein Supra. Naja, ich versuche es mal trotzdem. Aber können wir zurückspulen, also wir müssen irgendwie schon schaffen. Also beim Einzug werden wir es sicherlich nicht schaffen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber wir versuchen es trotzdem. Wie man schon sieht, der ist relativ langsam. Hat relativ wenig Dampf. Also beim Auto driften finde ich relativ unnötig. Für mich einfach wirklich keinen Sinn. Mit einem, ich sag mal, wirklich so langsamen Auto. Man hätte echt nicht viel Leistung. Aber ich habe echt nicht viel Skill. Komm aus dem Knick hier, du Scheiße, Honda. Die Ewigkeit. In welcher Klasse ist denn der? Das ist. Oben Hälfte B-Klasse? Naja, so scheiße. Wir versuchen es mal trotzdem, wenn nicht, dann lassen wir es einfach. Also wenn ich nicht gut darüber, dann lassen wir es einfach. So. Das kann ja nur schief gehen. Ich finde es halt auch gar nicht mal, also relativ eng bemessen sogar. Okay, das war deutlich zu schnell reingefahren, die Driftzone. Warte mal. Also die Punkte habe ich eigentlich nur mit der Zeit, ne? Hä? Warte. Ne. Das Ziel war doch da vorne. Ich muss auch durch die Zone driften und dann auch bis dahin fahren. Für mich diese Folge ein bisschen. Neben das Spruch, ich weiß auch nicht. Das ich würde sagen, nächste Folge, anderes Auto und Musik aus. Habe ich gerade, glaube ich, vergessen. Entschuldigung, Game auch laufen lassen. Also, falls die Folge gesperrt wird, ist es eh nicht so schlimm.
Hi. Nichts Sehenswertes. Ach, der Zeit ist echt blöd gemacht. Dass er da so wenig hat. Also wir auch jetzt hier nicht irgendwo tausend Sachen machen, nebenbei, aber trotzdem. Na ja, gut. Kurz einfach mal ab hier, glaube ich. Jetzt war irgendwo ein Wald lang. Ja. Nicht so die vom Spiel vorgeschlagene Methode lang zu fahren, aber. Na ja, gut. Dann habe ich es eh nicht immer. Das Beste, aber zeigt eh nicht immer die richtige Richtung an. Aber den sinnvollsten Weg. Ist aber diesmal relativ easy. Sehr gut. Ja, immerhin. Immer noch was Gutes geschafft, diese Folge. Weil ich auch halbwegs kompetent drin war. Zumindest in diesem Versuch. Und immerhin einen Stufenaufstieg. Wenn wir jetzt was Geiles gewinnen, bin ich wieder halbwegs glücklich. Komm. Ein Focus Air Horizon Edition. Driftfähigkeiten Boost. Hm. Oder viel Geld, das geht auch, 150.000. Das freut mich auch. Also, diese Folge ist eine gute Sache geworden. 150.000 und den ersten Martin. Doch ordentlich Fans, fast 200.000. Jetzt haben wir schon über 9 Millionen Fans. Das ist schon echt heftig. Das Gesamtannahmen gute 17 Millionen. Geht eigentlich. Nur habe ich die restlichen 12 Millionen gesteckt. Wenn ich doch 5 Millionen auf dem Konto habe. Jetzt schon so viel Geld verdient und auch ausgegeben, da muss ich ja irgendwie. Dann würde ich sagen, was ist auch mit der heutigen Folge Forza Horizon 2? Leider waren wir diese Folge nicht so gut und haben nicht so viel geschafft. Dafür wird es hoffentlich in der nächsten Folge besser und wir sehen uns auch hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.